In Deutschland werden mehr als 1 Million Kinder privat gefördert. Und wenn Nachhilfe schon sein muss, dann aber bitte richtig. Hier kommen unsere Tipps. Unterricht zu Hause. Für die 14-jährige Nora ist das völlig normal. Einmal die Woche bekommt die Achtklässlerin Besuch von einem Nachhilfelehrer. Das war notwendig, weil die Noten von Nora immer schlechter wurden. Meine Tochter ist jetzt im Alter, wo die Schule nicht mehr so im Mittelpunkt steht. Das ist das eine. Zum zweiten aber ist sie in der G8, also in der verkürzten gymnasialen Oberstufe. Und da ist nach meiner Wahrnehmung einfach im Unterricht auch nicht mehr Zeit, den Stoff zu vertiefen. Das heißt, man muss zu Hause nachholen. Wenn man dann mal was nicht verstanden hat, verliert man recht leicht den Anschluss. Das ist passiert. Und deswegen haben wir uns entschlossen, das durch Nachhilfe zu unterstützen. Nora bekommt Nachhilfe in Mathe und Physik. 90 Minuten dauert der Unterricht. Die sogenannte Lehrkraft hat Familie Kist vom Nachhilfe- und Unterrichtsdienst gebucht. Eine von vielen Vermittlungsfirmen für Nachhilfelehrer. Einzelunterricht kostet 22,50 Euro. Für uns war es doch sehr hilfreich zu sehen, dass der Nachhilfelehrer sich sehr individuell auf die Probleme oder die spezifischen Defizite unserer Tochter einstellen konnte. Ich muss sagen, wir merken das auch, was die Qualität der Hausaufgaben angeht. Wir merken das von der Rückmeldung der Lehrer, dem Feedback, was den Unterricht, die Teilnahme am Unterricht angeht und sind da eigentlich sehr zufrieden mit. Als Nachhilfelehrer werden meist Studenten, Akademiker oder Lehrer mit erstem oder zweitem Staatsexamen vermittelt. Für die Auswahl muss man sich Zeit nehmen. Wichtig ist natürlich auch, dass man ein ausführliches Beratungsgespräch mit dem Nachhilfelehrer, mit dem Nachhilfeinstitut führt. Kostenfrei natürlich, auch nicht unter Zeitdruck. Eine kostenfreie Probestunde ist wichtig. Da kann man dann auch gucken, ob der Lehrer einem liegt, ob die Chemie stimmt. Auch die 11-jährige Deria bekommt Nachhilfe. Einmal die Woche in einem Nachhilfeinstitut in Mainz. Die Sechstklässlerin freut sich auf den Unterricht, obwohl es mit dem Lernen zuletzt nicht so gut lief. Die Hausaufgaben machte sie nicht mehr. Und die wurden auch gar nicht mehr aufgeschrieben. Und auf die Frage hin, ob Hausaufgaben sind, hieß es, es gibt keine Hausaufgaben. Und da war die Motivation gar nicht mehr da. Deria hat Gruppenunterricht. Diplompädagogen betreuen normalerweise 4 Schüler. Die Gruppen sind nach Alter, nicht nach Fächern zusammengestellt. Deria bekommt Nachhilfe in Englisch und Mathe. Die anderen Schüler pauken heute Erdkunde und Deutsch. Das Lernen in der Gruppe kostet im Vergleich zum Einzelunterricht weniger. Im Nachhilfeinstitut Faultier kosten 1,5 Stunden rund 13 Euro. Den Kindern machen die Hausaufgaben hier mehr Spaß, als alleine zu Hause zu sitzen. Im Gruppenunterricht, das ist wie in der Schule, nur mit wenigen Schülern. Und dass man einfach dann von den Kindern auch was dazulernt. Ein Nachteil? Auf jahrelang gewachsene Wissenslücken können die Lehrer beim Gruppenunterricht meist nicht so intensiv eingehen. 1 Zentimeter sind 10. Die Anbieter von Nachhilfe verlangen oft zuerst eine Vermittlungspauschale. Bei den Verträgen gibt es Mindestlaufzeiten. 3 bis 12 Monate sind üblich. Und Vorsicht, wird nicht rechtzeitig gekündigt, verlängert sich der Vertrag. Doch wie lange ist sinnvoll? Das hängt von dem Ziel ab. Hat man jetzt das Ziel, eine kleine Wissenslücke oder eine große Wissenslücke zu schließen? Dementsprechend kurz- oder langfristig muss man Nachhilfe in Anspruch nehmen. Vielleicht ist es auch nur, dass man für einen bestimmten Abschluss büffelt und da die Noten nach oben schraubt. Bei Deria und Nora trägt die Nachhilfe bereits Früchte. Nicht nur, dass die Zensuren besser geworden sind. Auch die Freude am Lernen ist zurück. Meistens jedenfalls.